willkommen, liebe Leute, ne? Gang ist unterwegs, Alter. Naja, ist halt so, ne? Leute, wir fahren nach Holland, gucken uns ein Auto an. Aber erstmal hier gucken, ob Burger King auf hat, der legendäre, ne? Guckt es euch an, Alter, hier direkt über der Autobahn. Ist doch ein Highlight hier, ne? So, Stille, ich werde sie unterbrechen. Das ist das Beste, was ich kann. Wir haben noch 11 Minuten bis zum Zielort. Keep the clock, unsere Adresse. Wir wollen uns ein Auto angucken. Ja, wie lange waren wir unterwegs? Sind wir los? Jetzt ist 10:06 her, ne? Aber ja, ist okay, ne? Ich bin halt 6 Stunden unterwegs und mir brennt der Arsch, Alter. Ist echt warm hier auf den Lederhöckern. Die Sitzheizung ist aus, aber noch Restwärme. So, nein, lass sie aus, Alter. Bis gleich, haut rein. Wir sind angekommen. Man sieht es schon im Hintergrund. Keith and Clock. 1, 2 Leute kennen es wohl hier schon. Ich bin das erste Mal hier. Mega beeindruckend, wenn du hier auf dem Hof raufkommst und alles steht voll Karren. Ey, ich könnte euch jetzt hier alles zeigen. T1 Busse, irgendwas, ne? Die Jungs haben echt viel Auswahl am Start. Wir sind aber ganz gezielt wegen einem T2A da für Nick und waren auch gerade schon drin, haben uns den ganz in Ruhe angeguckt. Ich sag mal so, das Auto ist gekauft und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zusammen rein, gucken uns da mal das Auto an. Nur mal ein paar andere Sachen oder was. Aber ja, wo wir jetzt hier schon mal sind, T2A Doka, Alter, ist doch geil, ne? So ein Kettenmobil, ich fühl's unnormal. T3 luftgekühlt, ne? Wird auch immer seltener. Ne, ist kein Blechohr. Kein Blechohr, ne? Aber ja, ich würde sagen, wir gehen mal rein. T1 Bus, oh, mir schmeckt er so gut, ne? Wie heißt denn diese Farbe noch? Weiß ich jetzt auch nicht, ne? Gut, wollen wir hier nochmal durchs Schaufenster reinlucken, so ein bisschen die Blicke erhaschen, die man nicht jeden Tag kriegt? Ja, das sind die Blicke, die man nicht jeden Tag kriegt. Aber es nett hier bei den Jungs, ey. Sonne scheint, alles am Start. Was will man mehr? So, dann mal rein hier. Dann gucken wir uns das gute Stück mal an, ne? Hier, die Jungs restaurieren noch selber. Also haben immer schöne Autos am Start. Guckt es euch an. Super überwältigend hier, ne? Schöne DKW-Haube da oben. Alter, Chimay-Banner. Mein Herz schlägt da höher, ne? Bin ich ganz ehrlich. Ich krieg da Feelings für hin. Schöner Padina-Käfer, 66er, wa? Müssten 66er sein, ne? Ja, und hier sind wir da. Das ist der Bus, den Nick sich gerade angelacht hat. Die beiden machen gerade einen Kaufvertrag fertig. Mir gefällt das Ding gut. Preis war jetzt halt fair einfach, ne? War kein Schnäppchen, aber war auch nicht zu teuer, oder? Was meint ihr? Findet ihr das Auto toll? Hast du ihn schon angefasst? Ich habe auch dran gerochen. Ja, geil. Ey, guck, wir gucken uns jetzt hier nochmal 2, 3 Autos mehr an, ne? Wenn man hier schon mal so 2 Karmann-Pralinen nebeneinander stehen hat. Lowlight Cabriolet. Alter. Mir geht der persönlich eine Art. Welches Plüschauto? Ja, ich hab den schon gesehen. Wir gucken sie an. Alter, aber Leute, so? In dem Stil vielleicht den Käfer? Das 65er-Projekt so? Was meint? Schön so ein 90er-Jahre-Bomber? Nee, okay, dann nicht. Und was ist hier mit so einem... Boah, der ist doch geil. Das ist doch ein 1302, wie man sich den vorstellt. German-Style fühle ich aber auch hier. So, Adina, dann zeig doch mal dein Plüschauto jetzt. 944 oder 924? Ich weiß nicht, mich catcht das Ding jetzt hier am wenigsten. Bin ich ganz ehrlich, ey. Ja. Die kleine Seifenkiste, Alter, die ist geil. Boah, ja, sowas sollen wir doch auch mal bauen, oder? Yoshi, so eine kleine Kiste zum Rumheizen sollen wir doch auch mal bauen, ne? Naja, ich soll mal reinfilmen, sagst du? Marke. Akustik? Oh ja. Die ist ja hammerkrank, die Akustik da drin. Naja, ey Leute, mein persönliches Highlight. Ich habe mich eigentlich noch nicht ganz entschieden. Aber hier, so ein Tempo-Matador. Das Dach da oben ein bisschen doll, ne? Aber so ein Tempo-Matador. Ja, steht doch drauf. Muss das sein mit diesem Anfassen? Muss es sein? Ich fasse ja nichts an. In Hamburg gebaut, die Dinger. Tempo-Matador. Ich bin persönlicher Fan einfach. Ja, das war der Boden. Ich bin da auch schon lang gegangen. Ich entspann mich. Ich kriege hier immer ein bisschen Puls, weißt du? Gucken nur mit den Augen, ein bisschen mit der Eichel. Ey, guckt es euch an hier, ne? Schöner Bundeswehr T1. Ja, auf jeden. Komplett mit Werkstatt. Ja. Komplette Ausstattung zum Schrauben da drin, ne? Hier, Nick hat schon bemängelt das Spaltmaß, aber ich sag, diese Tür ist einfach nicht richtig zu. Bin ich mir ziemlich sicher. Ach, guckt euch doch mal das an. Leute, ne? Ich glaube übrigens, alle Autos hier sind zu verkaufen, ne? Nur mal so, falls hier einer zu viel Geld hat oder so, kauft die Autos einfach, ne? Hier, Palmgrün, Sandgrün. Ich bin persönlicher Fan, obwohl der Markt momentan richtig gehypt ist, was Palmgrün, Sandgrün angeht. Jeder will gefühlt so ein Palmgrün, Sandgrün haben. Ich würde da jetzt nicht mit aufspringen. Ich würde echt hier sowas Einzigartiges nehmen wie Kilian, weißt du? Oh ja, ein bisschen Kind kraulen. Nee, aber hier so, ist doch geil. Bin ich euch ehrlich, ne? Die T3-Dinger, ne? Werden hier teilweise auch schon weggestellt und wahrscheinlich hochgehandelt. Nicht günstig im Kurs. Junge, hier hinten, ne? Phil, da ist er. Der Wari, ne? Der ist echt für einen geilen Kurs drin. Aber Paula sagt ja, es muss eine Stufe werden, ne? Sollen wir nochmal gucken, ob hier auch eine Stufe steht für euch? Aber ich glaube nicht. Boah, hier, was haben wir da? Ein 60er Käfer. Auch geil, ne? So ein Buggy wollt ihr haben, oder was? Das soll ich aus dem 67er bauen? Du gehst jetzt Typ 3 gucken, oder was? Findest du den geil? Ich fange mir für Phil an. Mach das mal. Phil will ein
Varri. Aber der ist auch günstig im Netz, Yashi. So, ey, noch ein Karmann Cabriolet, schön mit Bügel hinten drin. Leute, mein Herz schlägt hier höher. Dieser Palmgrün Sandgrüne, ne? Auch gerade frisch bei den Jungs reingekommen. Auch mega Auto. Echt geil. Hier, Banjo Lenkrad Nachbau. Kann man machen, muss man nicht. Aber Alter, jetzt hier. Wie geil, oder? Oh, hier, was haben wir hier? Was haben wir hier? 66er? Ja, Mann. 65, 66er. Den würde ich sehen. Den würde ich echt sehen, oder? Der ist richtig schick. Sind das Original? Nee. Ja, ja. Oh, ist das geil. Nicht du, sondern der Bus. Ach so. Aber ey. Du auch ein bisschen. Okay, chill, ne? Junge, aber was ist mit so einem Aluboot hier? Brauchst du sowas? Nee. Okay, ich auch nicht. Boah, der geil zu haben. Ja, hammer geil zu haben. Coca-Cola-Automat, richtig geil. Ja, Adina, gönn. Da stehen bestimmt 3000 Euro. Safe, ja. Weil wenn du die Klapptür aufmachst, dann geht diese Mulde direkt in den, ach, in den Griff rein. Von. Ja, genau. Allerdings haben die das, wenn die eine Doppelklapptür hatten, hatten die das nicht. Da war scheißegal. Dann hat er drüben einfach drüben geballert. Da haben die sich weiter keine Gedanken gemacht. Nur echte geile Tuner. Die haben das umgebaut, ne? Kann ich euch mal zeigen. Ich kenne da so ein Auto. Aber hier, ist das sogar noch Innenausstattung original? Oh, hier mit Lichtspiele. Geil. Hier, Caddy. Alter, schöne Westfalia-Anhänger. Mann. Oh. Zu viel für mich. Was haben wir hier? Schöne 68er Sparkäfer. 68 immer gut zu erkennen. Diese Griffmulde hier ist kleiner als beim Mexikaner. Und 69, 70, da hatten sie von drinnen Bauten zu. Also diese Griffmulde gar nicht. Von daher, das kann nur ein waschechter 68er sein. Mega geil. Auch hier die Schlitze waren bei den früheren Käfern noch kleiner als bei den späteren. Ja, Leute, schneidet euch an, ne? Wollen wir hier nochmal reinlucken? Das Feierwohnanhänger. Boah, schmeckt mir, ne? Guckt es euch rein. Ist das nicht gemütlich? Boah, den jetzt irgendwo hinterher. Würde ich fühlen. Hier Fridolin noch, ist verkauft. Also für alle Fridolin-Sucher, diesen Fridolin könnt ihr nicht mehr kaufen. Porsche, ne? Es sind doch echte Träume. Aber ey, ich merke, hier vorne wird es jetzt langsam ein bisschen spannender. Ey, ich bin schon wieder abgelenkt. Hier steht noch so ein geiler Westfalia-Anhänger, Alter. Wie schick. Mann, und für so eine Sportgeräte. Für all so alten Scheiß schlägt mein Herz. Mann, da oben gucke ich gerade. Steht noch so auf Bundeswehr-Style gemachtes Cabrio. Aber wild. Ich denke, jetzt wird der Bus gleich rausgefahren, ne? Wir sehen uns gleich wieder, wenn wir den Bus rausfahren. Ich hab euch hier mal ein bisschen die Halle gezeigt. Ich hoffe, euch hat's gefallen, ne? Und die Kollegen machen hier immer einmal so ein Greet and Meet. Alle, die es nicht zu weit haben, würde ich empfehlen. Ist bestimmt gesellig hier. Auch der Verkäufer mega nett. Also Props. Was ist passiert, Yashi? Ich glaube, wir werden jetzt rausgefahren. Gibst du uns einen Zwischenbericht? Weil ich will es einmal hören, wie er angeht. Ja, wir hören zusammen. Er macht ihn an. Ja, er startet. Eigentlich, ne? Ist ein Runner. Wartet ab. Er braucht erstmal ein bisschen Sprit. Sprit! Ja. Ah, er braucht keinen Sprit, der hat Sprit. Riech mal, er ist voll abgesoffen. Ah, da kommt die Bude. Ja, Mann. Gib's uns, Baby. Oh, yeah. Und jetzt raus. Ist ein Runner, ne? Sollen wir schieben? Oh, guck mal, wie das Rad vorne steht. Ich würde sagen, Traggelenk ist der Mitte. Chill mal ein bisschen, wie sehen? Aber er läuft noch. Ja, hab ich mich auch gerade gefragt. Wir schieben sonst, das ist doch die Quelle jetzt. Sind wir ehrlich, lass uns das sagen. Wir schieben den raus. Sollen wir schieben? Wir schieben den raus, dann lass das die Quelle sein. Wir schieben den raus. Ist vorne mit dem Rad ein bisschen chilliger geworden? Lass mich da mal hin, dann kann ich noch was filmen. Jo, absolut gar nicht, ne? Ja, das Rad steht echt unnormal schief. Ich guck mal einmal. Warte mal. Ja. Nee, okay. Wahrscheinlich der Sturzexzenter komplett lose am Drehen, aber ist egal, dein Nick hat ihn jetzt gekauft. Ja. Geil. So. Warte, ja, nee, mach du das Geräusch. So, Leute, Alter, ich darf hier nochmal einen schönen Sticker kleben. Wo wollen wir den denn hinkleben, Kilian? Sag mal was aus. Nee, du. Du bock den hier mal was Geilem hinzukleben, hier so. Ja, kann man noch machen. Ich suche mir einen geilen Platz aus. Ja. Geil. Hartmut auch in Holland vertreten. So, aber jetzt geht er weiter, ne? Klapprad Crew kommt ja auch noch mit hin, Alter. Ja, aber die müssen ja auch aufgeballert werden. Ja, guck mal, da ist doch ein riesiger Platz. Ach nee, das ist wegen V-Pay, das muss wieder freigelegt werden. Der kann da nicht hin, Digga. Dann kommt er hier mit hin, ne? Oh, ist gut schief, machen wir nicht, ne? Oh, vorhin hast du das schon gemacht, ne? Ja, aber jetzt hier ist was anderes, ne?
Klapprad Crew und Hartmut vertreten hier. Kilian, film es nochmal rauf, dass wir es hier mit hinkriegen, ne? Aber jetzt hier drüben, es geht weiter. Jungs, die schieben die Kiste rauf da, Alter. So, komm. Ja, gut. Nee, ich übernehme. Jo, was ist denn? Ist hier das Traggelenk im Arsch, oder was? Ja, ne? So, ach, da hinten bist du mit dem Trailer. Ja, fahr mal noch ein Stück weiter gleich, Nick, oder? Ja. Ja, okay, dann schieben wir halt. Ja, dann. Keiner schiebt. Okay, ich schieb mit dir jetzt hier. Pass mal auf, was jetzt hier abgeht. Ja, film mal, Dina. Aber kommentier das fleißig, ne? Okay. Du musst viel sprechen. Ja, also jetzt schieben wir den Bus. Also ich nicht, aber ihr macht das richtig super. Ich finde, ihr macht das richtig professionell. Muss ich auch ein paar Special-Effekt-Geräusche mit einfügen, alles, was ne? So wie du kannst. Okay. Mach alles, was du kannst. Warte, wie war das noch? Aber jetzt ran an Trailer erstmal. Achso. Und eins ist sicher, dieses Auto kommt mit zu uns in Hohen Norden. Halt ihn, Jungs, das ist kein Problem für mich. Ich hab das im Griff. Brauch ich nicht mehr einen, oder? Nee, du brauchst nicht mehr halten. Ich hab gedacht, es war cool so einfach. Achso. Der Zugriff war cool. Ja, okay, aber das hätte sich mit diesem... Weißt du, also, ich hab hier einen Fussel in meinem Bauchnabel. Und zeig ihn. Oh nee! Guck mal da den Zustand an. Ja, okay. Gib mir das mal besser. Ich weiß besser, wo es abgeht hier. Komm, wir gehen auf die Knie, Leute. Kaputter Einsatz. Hier, Frontträger, das ist so unser Hauptproblem. Guck mal, hier ist die knusprige Seite. Das ist so das, was er hat. Denn hier oben Scheibenrahmen, komplette Länge. Guckt euch an. Alles zwischen Ärger und so, ne? Hier, pass auf, geht weiter. Oh, die andere Seite, auch hier, gammelig. Aber ansonsten, wirklich, wirklich, wirklich geil. Wirklich geil. Wirklich, wirklich geil. Also, wirklich geil. Kurbel dir das Ding da hoch. Geil. Ja, logisch. Oh. Ey, kurbel mal runter, nicht hoch, okay? Jungs, wir machen den Haken ran und dann gleich, ne? Leute, das Ding ist verladen. Guckt's euch an. Mega, Alter. Ne? Also, zack, alles drauf. Nick macht jetzt hier gerade noch die ganzen Fenster zu. Oder halt auch nicht. Nick, wollen würde. Meinen herzlichen Glückwunsch auch noch, ne? Ah, guck mal, die Kurbel. Das muss so. Ja, dann schraubt doch die von hier drüben einmal ab und drüben ran. Weißt du, was ich meine? Haben wir ein Kreuz an Bord? Aber der ist doch schon so locker hier. Guck mal, den kriegst du mit der Hand schon gedreht. Chill, chill, Nick. Hier, dreh mal selber deine schöne Kreuz. So viel Öl drauf hier überall. Ja, Mann. Die haben es schön eingefettet hier. Kommt mal rein hier. Wir machen uns noch mal einen chilligen hier kurz im Bus, oder? Oh, ja. Da hat Nick aber ein schönes Objekt hier gegönnt, ne? Oh, das ist ja richtig gemütlich, doch. Das erinnert mich ein bisschen an meinen Bus. So, Daniel, wie geht das jetzt raus, wenn ich schraube? Achso, abziehen, ne? Wenn er wollen würde. Hier wird direkt geschraubt, Alter, Fensterkurbel umgebaut und so. Kriegst du ran? Ich brauche ein Kreuz. Geh mal hinten im Kofferraum, den linken Werkzeugkoffer. Hast du die Chips von ihm noch gekriegt? Ich weiß, die müssen mal in die Papier mit drin liegen. Hier ist ja noch so ein alter, vom auch, glaube ich, aus von irgendwas. Ja, das ist ein Ticket. Ja, das ist ein Ticket. Nee! Casino. Doch. Ticket. Wie geht das, wie die von zieht? Sing mal. Ich weiß gerade auch nicht mehr. Ticket. Das ist süß. Nee. Ticket. Kind in deinen See oder so? Nee, ich glaube eher sowas wie Ticket. Nee, das ist dickes B. Ich fahre aber ab und zu. Adina, Ticket. Ticket? Ja, ein Ticket nehmen wir. So, sind wir weiter? Das ist das, was ich gesagt habe. Nein, mach mal an. Ich spring wie ein dickes Kind. Stringy ist am Telefon. So, wir fahren ab jetzt hier. Bus war verladen. Abfahrt, Alter. Wollen wir hier noch einmal klingeln, Alter? Wir klingeln hier noch einmal. Tschüss! Wir sind weg. Camper Inc. übrigens auch richtig geil, ne? So, steig wieder vorne ein, ne? Okay, Abfahrt! Hup, Hup, Hubschrauber-Einsatz! Okay, da fliegen die... So, Feierabend. Wir haben hier lecker gefrühstückt nochmal oder Abend gegessen. Jetzt ist hier, ne, nix Bus, Alter. Wir haben den gar nicht wirklich gezeigt, Alter. Der hat Rost, ne? Guck mal da. Kann man durchgucken. Das ist original, oder was? Ja, ansonsten, ne, hat er hier unten. Ach so, das kennt ihr schon alles, ne? Ist auch egal jetzt, Alter. Auch wenn ihr es nicht kennt, es geht euch auch nichts an, so. Jetzt ist hier Feierabend. Vorbei. Das Video geht ins Ende jetzt. Wir sagen jetzt Tschüss, Nick, oder? Willst du? Oh, sagt mal was zu diesem Vergaser. Kennt ihn wer von euch? Sag mal. Kennst du ihn? Holly. Das muss hier liegen, oder was? Das muss ja. Geil! Machen wir Ölfilter extra. Nein, hat er noch on top gelegt. Ja, nee, ist doch ein Auto, ne? So, Leute, tschüss jetzt hier, Feierabend. Doch mal tschüss. Danke fürs Einschalten und so, ne? Ich hatte kurz doofe Ideen, Alter. Ich hab's eingesehen. So, Feierabend. Tschüss, haut rein. Leute, gibt Bonusmaterial. Also ganz live. Nick, Alter, schalte ein hier. Da und muss Zündung. Ja? Oh, Nick, es leuchtet alles. Ist alles da, Junge. Schön US-Standlicht hier. Mach mal Blinker an, oder was? Blinker? Was? Da hinten geht eine nicht. Blinker? Läuft er nicht, oder? Ich kann ihn hier so... Nee, warte, Schimmer. Läuft nicht. Aber das ist das Bonusmaterial jetzt hier, Kinder. Oh, Kennzeichenleuchte läuft nicht. Reklamieren, Alter. Aber hinten ist auch so ein Strahlemann. Sieht geil aus, ich bin euch ehrlich. Aber jetzt wirklich Feierabend.
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen hier bei Keith den Clock. Mit diesem Auto, mit diesen Jungs, mit diesem Jungen und mit diesem Jungen. Und mit diesem Jungen. Ey, Yashi, Alter, komm, ne? Halt dich jetzt hier nicht. Weißt du, ich wollte. Ja, aber ich würde dir nochmal eine extra Einlage geben jetzt hier, weißt du? So, tschüss, Jungs. Haut rein.